Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich beim Metzger, um mich hier über ein Volksnahrungsmittel zu unterhalten, das Leberkäse heißt, Herr Grüwutz, wo aber keine Leber drin ist. Warum? Ja, weil da noch nie Leber drin war. Echt noch nie? Nein, noch nie. Das alles bezieht sich einfach auf den Leib, Lorb. Ach so, und das dann zu Leber gebeugt. Und dann eben die Form, der Käse, Leber, Käse. Da muss auch erst mal einer drauf kommen. Ja. Was ist dann drin? Rindfleisch, Schweinefleisch, Speck, Wasser, Gewürze. Gewürze nicht zu vergessen. Ist ja hochinteressant, der Rudolf Brandl, Seniorchef dieses Unternehmens, der hat vor Jahrzehnten schon ein Kriterium eingeführt, das ich in meiner Jugend sehr genossen habe, nämlich die Bekömmlichkeit. Also ich habe immer früher so einen Leberkässchub gehabt, dass nicht bloß die Leberkässemmel mir als Student dann regelmäßig einverleiht, sondern als Kind schon immer mal so 250, 300 Gramm Leberkäs braucht. Ja. Und da hat man dann schon gemerkt, ob das Gewürz, das damals verwendet wurde und die Mischung von Fleisch, mein Magen vertragen hat oder auch nicht. Also beim Gewürz ist ein guter Stichpunkt. Ja. Und zwar, weil wir schlachten täglich frisch. Mhm. Die Ware kommt täglich frisch geschlachtet ins Haus. Und wir verarbeiten tagtäglich frischen Leberkäse. Also das wird sofort. Kommt frisch in den Kutter und wird da dann... Ich glaube, dass wir so ziemlich die Einzigen sind, die vom Bauern bis zur Theke das eigens kontrollieren. Was drin ist, wie es drin ist und wie frisch das die Ware ist. Und das Gewürz hat den Bedarf, wir deren einfach das Gewürz bedacht einsetzen, weil wir ja die frische Geschmack vom Fleisch haben wollen. Ach, das praktisch... Die Qualität des Fleisches dann noch im Endprodukt erkennbar ist. Die Frische, tagtäglich, wenn ich die Möglichkeit habe, absolut top. Dann, es hat so eine wunderschöne Kruste. Ja. Wie kriegt man da die Krusten? Weil es gibt ja bei einer Leberkäse, den man praktisch als Brät mitnimmt und den zu Hause macht. Ne? Ja, also es ist ein Schneiden Sie mal einen auf, damit, wissen Sie, es ist immer so übel, wenn man da immer nur davor redet und daheim läuft das Wasser im Mund zusammen. Und wir haben spezielle Leberkäseöfen, die einfach das ermöglichen, dass wir diese Kruste erreichen. Das ist dieser Geschmack vom Rindfleisch einfach auch drin. Und dass sie einfach, Schneiden Sie halt bitte. Ich schneide. Sie wollen das Randl. Wissen Sie, das Schlimme ist bei mir immer, ich freue mich immer so sehr, wenn vor mir Kunden sind, hochgeschnitten werden und gefragt, wollen sie Scherzen haben. Und die sagen dann nein. Also, dann melde ich mich sofort, ja bitte. Dabei ist ja das Beste überhaupt. Genau, da ist der meiste Geschmack drin. Wollen Sie ein Stückchen probieren? Oder machen wir später? Machen wir später. Jetzt gebe ich Ihnen mal die Semmel. Genau. Also jetzt kommt der Klassiker einfach. Wir schneiden uns die Semmelschere drauf. Legen den Leberkäse hinein. Wir fragen den Kunden, mengen Sie einen Senf dazu? Da sage ich immer nein. Genau, weil sonst schmeckt man nämlich nicht. Schmeckt man nicht. Also es gibt ja immer diese Variationen, dass man Schafen drauf tut oder einen Süßen. Also und dann verpacken. Genial. Und schon, jetzt sind sie nicht da, jetzt sind sie da. Und dann haben die hier die Möglichkeit, dass man dann hier aufreißt. Ja. Sehen Sie? Der Vorteil von der Verpackung ist einfach, weil das nicht dämpft da drin. Ja. Atmungsaktiv. Atmungsaktiv ist. Genau, kann man hier genießen. Also das ist doch praktisch ein Prachtstück von einer Leberkässemmel. Und wie ist das, wenn ich es dann daheim mitnehme? Sie haben dann, glaube ich, hier auch noch diese, sagen Sie es einmal her, wenn der Kunde dann auch seine Küche praktisch in einen Leberkäse-Duft mehr verwandeln. Wenn man selber machen will, dann gibt es da noch die Möglichkeit. Also wir bieten dieses Brät, das was Sie jetzt da gebacken sehen, natürlich auch im rohen Bereich an. Bei 120 Grad. Circa 2,25 Stunden ist die große Form und die kleine Form circa 50 Minuten. Und dass Sie dann die Kruste daheim einfach nochmal haben, gehen Sie halt nochmal auf 160 Grad auf. Aber das ist individuell von Ofen zu Ofen verschieden. Aber wichtig ist, dass oben einfach eine schöne Bratkruste haben. Und ein Klassiker, ein Kartoffelgurkensalat dazu. Und das Leben ist in Ordnung. Ich muss das leider Schluss machen, weil mein Mund beginnt zu wässern. Ich hoffe, Sie entschuldigen das. Ich bedanke mich für die Köstlichkeit. Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und guten Appetit.